2 2 1 1. Ich war im Kaufrausch, muss ich zugeben. Und zwar habe ich einen ganz, ganz schnuckeligen, tollen Vintage-Laden gefunden und habe mir diesen tollen Fensterrahmen gekauft. Der wird jetzt für mich als To-Do- und Zettelliste aufgepimpt werden. Ich dachte mir aber, dass das eine richtig coole Variante ist für den Sitzplan. Dafür habe ich mir gekauft, also eine etwas rustikalere Schnur. Dann habe ich Wäscheklammern, auch aus Holz. Ich habe auch hier nochmal ein paar kleinere, falls die großen, falls ich die nicht nehmen möchte. Dann habe ich noch einen Goldstift und einen schwarzen Stift, wobei ich jetzt einmal einen Versuch mit Acrylfarbe und einem Pinsel gemacht habe. Also das war hier. Und dann habe ich mir Plastikblumen gekauft. Die kriegt ihr ja überall und dann müsst ihr einfach schauen, was euch gefällt. Die drapiere ich einfach an meinem Rahmen. Und zwar soll das Ganze dann so sein, ich habe einmal eine weiße Karte oder irgendwas. In dem Fall ist es eigentlich eine Postkarte, die man mit Wasserfarben selbst bemalen kann. Die soll dann da dran geklammert werden, und zwar mit den einzelnen Namen der Gäste. So hat zum einen jeder ein Namensschild, falls die ganzen Gäste ein bisschen sich unbekannt sind, falls es viele Gäste sind. Als Alternative, wenn ihr nicht die Wäscheklammern bemalen wollt, habe ich hier einfach auch die Namen einmal draufgeschrieben. Das heißt, pro Karte, beziehungsweise sind entweder einmal alle von einem Tisch mit drauf, die da sitzen, oder ihr klammert einfach diejenigen, die an dem Tisch sitzen sollen, mit einer Wäscheklammer fest. So die Idee. Man kann die Wäscheklammern natürlich auch etwas aufpimpen. Und zwar hier, also ihr könnt natürlich auch einen Straßstein hier hin oder irgendwas. Ich habe hier jetzt einen Marienkäfer, auch als Glückssymbol natürlich, dran. Aber da seid ihr ja völlig frei in eurer Kreativität. Könnt machen, wer es möchte. Den Fensterrahmen habe ich ohne Glas. Also da ist es schon draußen. Der war aber schon so, da hatte kein Glas mehr. Dann habe ich hier unten Reißzwecken oder Nägel reingehauen, so wie euch das lieber ist. Hält beides gut. Dann macht ihr hier Schnüre fest zwischen den einzelnen Nägeln. Und da sollen dann quasi die einzelnen Karten befestigt werden. So, soweit so gut. Er kommt jetzt mal zu mir. Schwupps. Als erstes. Klar, Deko ist immer wichtig. Ich nehme mir als erstes mal den ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie hübscher ist, dass das zu zweit ist hier. Das würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Ihr könnt natürlich auch mehr Blumen kaufen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich hier hinten auch schon einen Nagel befestigt habe. Das heißt, ich kann das auch hier hinten super hinbinden. Und genau, ihr befestigt das hier einfach. Und dann schaut der Rahmen nämlich echt cool aus. Bisschen tricky. So. So, Nummer 1 ist fertig. Man kann das jetzt auch noch ein bisschen besser dran machen. Nummer 2 lasse ich jetzt, sonst dauert es mir ein bisschen zu lang. Es soll ja auch immer als Beispiel dienen. Und zwar könnt ihr jetzt einfach, diese Karte hier
dran pinnen und könntet jetzt quasi noch mehr Karten hier dran machen. Oder ihr nehmt euch eine leere Karte, sonst habe ich die irgendwo liegen lassen. Ist egal, ihr nehmt euch einfach, ich nehme jetzt einfach die Rückseite hier, eine leere Karte und pinnt. Stefanie sollte der nächste sein. Bin ich? So. Und pinnt die einzelnen Namen hier mit dran. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Ich hoffe, das sieht man auch. Das ist ein Bild. Wenn man jetzt noch genügend Schnüre spannen würde hier, bekommt man dann den kompletten Sitzblatt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen für einen coolen Sitzplan. Ihr braucht auch nicht wirklich diese, ja, die Gäste nebeneinander sitzen, so wie sie sitzen sollen. Das hält für euch sowieso bis maximal nach dem Abendessen und sie setzen sich hin, wie sie wollen. Von daher reicht es, wenn ihr einfach die einzelnen Pins hinmacht und sie sich einfach neben die Person setzen, wo sie möchten. Das reicht für euch aus. Genau. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. We should stay. Come with me, girl. I know a place where the green grass grows in a sunny embrace, and we can get away.